ich denn jetzt? Logan? Du, ne? Bist du das? Ja, ja, hier, wo bin ich denn, um Gottes Willen? Hier, hallo! Ach, herrlich! Sei gegrüßt! Wo kommst du denn her? Ja, von hier unten, wo kommst du denn eigentlich her? Eigentlich von meinem Schiff, da bin ich auch eingeschlafen. Ja, dort ist es ja, dort hinten. Ach, da hinten, ja, stimmt. Wie kommst denn du dann jetzt hierher? Keine Idee. Wo sind wir denn eigentlich? Oh, gigantisch. Keine Ahnung, ist ja eigentlich dein Land, oder? Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe mich schlafen gelegt an meiner Festung, die ich bauen soll. Und jetzt auf einmal bin ich hier. Aber das kommt mir bekannt vor, das... Warte mal, ich... Hier ist ein Tunnel, du ne. Ein Tunnel? Ein Tunnel. Tunnel klingt gut. Ja, aber hier ist noch eine Kiste, steht mir zu sagen. Oh ja, der Kiste ist immer besser. Oh, hier ist Rüstung. Ah. Nehmen wir uns mal ein bisschen was mit, würde ich sagen. Ja? Oh ja, man kann ja nie wissen. Ist vielleicht ein bisschen besser. Und was zu essen, das ist noch besser. Oh, Steaks auch noch. Mm. So, jetzt erstmal anziehen. So, ja. Ich hab schon Hunger, Mensch. Ja, ich auch. So, ach ja, nee, aber... Immerhin, es hat geklappt, ich bin bei dir. Ja, es hat geklappt, zwar irgendwie in der komischen anderen Welt, aber naja, gut. Oh. Also, wenn du mal so hoch guckst, sieht das so aus wie so ein Golem, oder? Stimmt. Mit so... Sag mal, blinzelt der? Das kann sein. Ja, der tut doch, jetzt hab ich den. Ja, der macht immer an, also... Das sieht aus, als würde der so ein bisschen blinzen. Der tut hier leben. Na gut, also auf jeden Fall ist hier ein Tunnel. Ist ja nicht was hier. Naja, gut, wir sind bewaffnet, wir haben Rüstung. Eigentlich kann ja nicht schief gehen, oder? Ja, denke ich auch. Also wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Sieht ja bombastisch aus, der Tunnel. Hä? Mhm. Oh Gott, hier kommt schon der erste Monster. Echt? Stimmt, da vorne, ja. Ich bin eigentlich... Hier sind ja keine Fackeln. Ja, aber oben ist schönes Licht. Ah, du Spinnen, du. Gut. Also, gigantischer Tunnel. Oh, hier sind Bilder. Oh, der Tod ist hier. Oh je. Oh weh. Na gut, ich weiß ja nicht, was bei dir als Bild ist. Ach du, Creeper! Eine Karawane mit... Au! Ach du Scheiße. Gut, der ist weg. Haha. So wird's gemacht. Oh, was ist denn hier? Mir sollte bestimmt auch schon was zu sein. Ja, das Tor. Zu auf das Tor. Ja, da drück mal drauf, vielleicht geht's. Huch! Ah! Okay, warte, also bei mir... wollten wir ja da durch. Jetzt können wir durch. Gut, bei mir ist das Tor auf! Das Geil. Tor auf. Okay. Nice. Also... Oh, ganz viele Bilder hier, guck mal. Mir kommt das ein bisschen bekannt vor, aber ich kann's jetzt gerade überhaupt nicht zuordnen, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine Karte von uns, Grab. Eine Karte von uns, Grab? Wie kommt denn die hierher? Bei mir ist hier... Das ist doch das Bild von meinen Eltern. Was? Das war immer bei meinen Eltern auf der Logen. Naja gut, also ich meine, ich habe immer noch... Vielleicht sollte ich mir mal die Augen reiben, wirklich. Ja, gut, ich kann aber ja... Aber man weiß ja, dass die... Ich bin wahrscheinlich einfach noch durch die Hundsgraberstätte geprägt. Ja, aber es ist schon komisch, dass hier ein riesengroßer Tunnel ist. Oh, aber weißt, wo der Tropf, hinführt? Ich glaube, wir sollten nicht. Ja, oh. Aber weißt, wo der hinführt? Also ziemlich lang ist er ja. Neulich in der U-Bahn. Dort hinten ist zumindest aus. Also zu. Dort geht's nicht weiter. Das wäre jetzt auch nicht praktisch. Nee, dort geht's nicht weiter. Dort ist... Keine Tür? Weiß ich nicht, also so wie es aussieht, keine Tür. Oh Gott, ey. Wo sind wir hier nur? Ja, das frage ich mich auch. Also wie gesagt, mir kommt das zwar bekannt vor, aber ob das wirklich ist. Aber mit Seelaternen auch. Ach du Schande, Gott, was hier, hast denn? Hier kommt auf die Musik. Oh, ja. Glockenklänge oder sowas. Aber wie Glocken läuten in... Oh, komm schnell weg hier geht's raus. Aber hallo, ganz schnell. Oh Gott. Nicht, dass wir die Eindringlinge jetzt sind, du. Ja, wo sind wir denn hier? Verdammt, du, jetzt haben wir einen Alarm ausgelöst. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Ich habe eine Tür gegen die Fresse gekriegt. Uiuiuiuiuiui. Oh Gott, das soll denn, wo sind wir? Also sieht schick aus, aber...
Ja, aber weißt du, was sein kann, Dune? Weil mir das ja so bekannt vorkommt, dass es eventuell meine alte Heimat ist, wo ich von dem Wargier Morgul verbannt worden bin. Uff. Wie komme ich denn dass da jetzt... jetzt wieder da bist? Wie komme ich denn da jetzt aber hier rein? Oder hierher? Wie komme ich dorthin? Ja, warte, das du... Ist ja... Das ist... Das haben meine Eltern früher als Unterschlupf genommen. Da jetzt kommt das alles wieder hoch. Da müsste hier hinten die Schenke sein. Ja. Jeden kleine Schenke. Ja, oh ja. Da hast du wohl recht. Aber wie komme ich denn da jetzt hierher? Gute Frage. Ich hab mich... Ist das dann eine Art parallele Welt gewesen oder wie war das? Ja, das war meine Heimat. Aber wieso? Und hier, genau hier soll, hier war mal eine Kathedrale. Hm, naja gut, die ist ein bisschen runtergekommen, aber... Naja gut, Kapelle, hm? Ja, aber trotzdem, also dann weiß ich jetzt auch, wie wir hier rauskommen. Müssten wir nämlich jetzt okay. Hier einfach hier hochgehen. Also den Kapitän, den sollte ich vielleicht auch mal irgendwie zur Raison rufen. Wie bringt er, wie kann er mich in deine Heimat bringen? Ja, vor allen Dingen, wie bringt er mich hier, wie komm ich hierher? Also das ist wirklich... Und abgesehen davon, dass der Kapitän nicht mehr an Bord war, als ich aufwachte. Oh, ich glaube, wir müssen uns mal schnell ein Bett suchen. Das sind nämlich die Wäscheuhren, die hier klingeln. Ach so, weil wir nicht schlafen. Ja. Ah, wie, okay. Okay, wo sind denn da jetzt hier am dümmsten die Betten? Ja. Ja gut, ist deine Heimat, vielleicht hast du eine Idee. Ja, hier oben in der Eisenmännerschenke müssten die sein. In der Schenke hier. In der Schenke. Kommst du mir hinterher, ja? Ja. Oh, hier, wir haben sogar Wäscher hier. Was macht hier die ganze Zeit Klackgeräusche? Hörst du das auch? Ja, bei mir sind's Glocken. Ich weiß ja nicht. Warte mal, wo waren denn... wo sind denn hier die ganzen Betten? Hier waren da Haufen Betten. Das ist jetzt komisch. Tja, du siehst also, deine Heimat hat sich auch verändert, ne? Oh ja. Aber ganz da sind gewaltig. Zombies in deiner Heimat. Ich klopp mich mal. Ja, tu dich mal kloppen. Ich such derweil mal ein paar Betten hier. Von Leuten. Aber ich frag mich jetzt auch, wo hier alle Leute hin sind. Na gut, es ist Nacht. Da, wie ging's nach unten? So, hier oben war glaube ich vom Papa. Von meinem Papa das Haus. Wir müssen ja auch ein Bett haben, ne? Da müsste eigentlich ein Bett stehen. Steht dazu. Okay, eins. So viel dazu. Oh ja, hier steht eins. Eins steht hier. Plus eins. Ja gut, ich gehe mal so ein bisschen suchen, ne? Ich bin mal wagemutig und gehe mal einfach in die Häuser rein. Ich die werden ja bestimmt herzlich sein. Die sind eigentlich ganz herzlich, oder? Ich, oh Gott, hier. Leute, lasst mich doch mal durch. Ich bin Gast hier, Leute. Ach, Mensch. Ja, also ich leg mich schon mal hin. Hoffentlich find's da eins. Ja, bestimmt. Oder später. Ja, später. Ich bin dran. Okay, hier geht's noch höher. Vielleicht ist oben ein Bett. Oh, die Treppe geht ins Nichts. Oh, na gut, dann machen wir halt die Nacht durch. Das dürfte ja nicht so schlimm sein. Ja, eben. Also ich meine, ob wir jetzt ein, zwei oder drei Zombies klatschen, ist dann auch egal. Denke ich mal. Aber ich mache jetzt mal schnell hier den Zaun kaputt. Boah, die ganze Einwohnerschaft hier in dem Haus. Oh ja. Tja, aber ich frag mich jetzt trotzdem. Weißt du, wo Betten sein könnten? In der Feuerwache. Ja, dann ab hinterher hier. Wenn sie da sind, also bis jetzt. Ist es ein bisschen eigenartig. Aber dass die Welt überhaupt noch. Also das Hammershaus. Jetzt! Der Name ist mir da eingefallen, Hammershausen. Was lachen, aber vorhin habe ich das irgendwo gelesen. Was gelesen? Irgendwo sagt mir der Name was. Irgendwo habe ich den Namen gelesen. Ich hier gibt es zwei Betten. Kommst du hoch über die Leiter? Ich bin oben. Gibt's zwei Betten. Voll. Perfekt. Nicht runter. Ja, gutes Nächtle. Ja, gute Nacht. Guten Morgen. Morgen. So. Ja, frisch erholt durch deine Heimatstadt, ne? Ja. Dann müsste das hier unten die Bibliothek sein und Stadtarchiv sein. Genau, die Bibliothek, genau. Jetzt sind bloß Alles überhaupt keine Leute. Warum ist das Stadtarchiv auf?
Und hier sind auch niemand. Hier sind überall keine Fenster drinne. Stimmt. Das ist ein bisschen eigenartig. Doch, hier drüben. Was? Was? Hier sind Fenster. Ja, aber hier nicht. Komisch. Wo weiß. Tja. Also das sind schon mehrere Gebäude gewesen ohne Fenster. Ja gut. Aber ich frage mich trotzdem noch, was wir jetzt hier wollen oder sollen. Ja, eben, aus welchem Grund wurden wir genau hierher gebracht und wieso kann ich nicht durch Türen laufen? So, jetzt hat's geklappt. Gut. Ja, also das ist meine alte Heimat. Ja, das kam mir ja schon komisch vor. Ich bin, da war das also doch die Logen, wo ich aufgewacht bin. Also mein Schiff. Okay. Na dann, hast du hier wohl noch irgendwas zu machen? Und ich anscheinend auch. Ja, aber was? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sollten wir mal einen der Dorfbewohner fragen. Oh Gott. Hast du das jetzt auch gehört? Ja. Was ist das? Also, wenn ich jetzt nie völlig am Rad rumdrehe, hat mich jetzt gerade auch schon in die dunkle Stimme gerufen. Ja, das wäre ja nicht schlecht, dann wüssten wir wenigstens, was wir zu tun haben, oder? Naja, bis jetzt ging's bloß Logan oder Logan. So richtig. Das höre ich nicht, ich höre nur ich höre irgendwo ein Gefrasel, aber ich kann die Sprache nicht zuordnen. Ja, warte mal, weißt du also mehr als vielleicht. Ja. Ja, ich bin wieder da. Ich bin nicht komisch gekleidet. Okay. Immer. Ich weiß es. Ja? Wir sollen den Hafen ausbauen. Okay. Ja gut, das ist doch mal eine Aufgabe. Dann gehen wir mal zum Hafen. Also der Hafen. Ab zum Hafen. Der Hafen wurde angeblich zerstört und wir sollen ihn wieder aufbauen. Uff, ja, dann. Da haben sie uns ja eine Aufgabe gegeben, du. Naja gut, aber es ist eine Aufgabe eines Piraten absolut würdig, oder? Ja, das stimmt. So, da müssen wir ja alles Mögliche holen hier. So, ja, das ist nämlich die Vorstadt, genau. Hallo Leute, der Logan ist wieder da. Rufen sie alle. Ja. Da wird gejubelt hier. Ja, ja. So, ich frage mich immer, warum die Wächterohren. Seit wann haben denn die Augen dort oben? Sieht aber trotzdem schick aus. Genau, also wir könnten... ich muss ehrlich sagen, dein Heimatort, der hat was. Ja, das ich haben... bin echt baff. Also so wie ich es jetzt, also das fällt mir jetzt alles wieder ein, wenn ich jetzt hier durchlaufe, das ist ganz gut, weil ich kann mich ja an gar nichts erinnern. Und... ja, aber jetzt fällt mir alles wieder ein. Genau, das hier hinten ist das Hafengebiet gewesen. Ja, man sieht's ja, das war alles fertig und hier fehlt alles. Stimmt, keine Hafenmauern, nichts. Na dann... Die eine Seite ist fertig, die hier drüben, ne? Na, hier fehlt aber auch einiges, also... Ja, die im Boden eingelassenen Sachen. Wer weiß, wer hier gewütet hat. Scheint so einiges, die Frage ist bloß, wo kriegen wir die Rohstoffe her, die wir brauchen? Ja, das... Gibt's hier nicht so eine Art Lagerhaus bei dir? Ja, rein theoretisch gibt's das Lagerhaus, aber ob das nie geplündert worden ist, ich bin jetzt in längerer Zeit nicht mehr hier gewesen, angeblich seit 3 Jahren. Das ist natürlich auch extrem. So, naja gut, man könnte mal gucken, oder? Oh, hier fehlt auch alles, hier ist alles kaputt. Ach, heiliger. Das waren alles Truhen hier unten. Ja, aber das ist irgendein Symbol, das sich daraus ergibt, oder? Das ist unseres Wappen ist das. Das sind die, okay, das haben das sind die zwei Hämmer. Die über Kreuz liegenden. Oh, dort hinten ist die Hämmers. Siehst du das Schiff dort hinten? Gerade durch. Ich kann es nicht sehen, meine Augen haben sich noch nicht so dran gewöhnt. Okay. Ich müsste mal ein bisschen weiter vorlaufen. Ja, ich weiß nicht, ob du da vorkommst, weil weit kommst du dort nämlich nicht. Also mich würde das mal interessieren, unter unsere alte Mauer, ja die Mauer, die steht noch, die Abwehrmauer, die ist noch da. Das heißt, die Feinde müssen innen gewesen sein, oder? Die müssen hier drinnen gewesen sein, Wahnsinn. Ja. Der Albtraum eines jeden Bewohners. Also, oh Gott, was ist denn das? Das
Interessante Bauweisen auch. So, warte mal. Rein theoretisch müssten hier erstmal noch ein bisschen was anderes zu essen sein. Apropos Essen, hast du auch Hunger? Ja, geht so, ne? Ich sehe bloß, da vorne ist ja so eine Redstone-Leitung. Sag mal, war dein Hafen nicht gesichert damals in deiner Heimat? Doch, doch, der Hafen, mal sehen, ob die Waffen noch drinne sind. Die Leitung ist nämlich, glaube ich, inaktiv. Oh ja, die ist wirklich nicht aktiv. Mal gucken. Vielleicht sind die Feinde so reingekommen. Also jetzt ist er an. Ah. Okay. Ah. Die haben geschossen. Das war eine richtige Kanonenwand. Die sind leer. Aber es hat nicht gereicht. Aber da frage ich mich trotzdem. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wer soll das dann vor allem sein, der deine Heimatstadt angreift und dann mit einer solchen Kraft, dass nicht mal die Abwehrsysteme hinterherkommen? Ja. Also das war wirklich die komplette Mauer hier, die du hier siehst, ist komplett nur mit Kanonenfutter gewesen. Und das ist eigentlich unendliche Kanonen gewesen. Also da frage ich mich wirklich. Das ist ja Wahnsinn. So, also ich tue mich jetzt mal hier mal gucken, ob ich den Stein abknöbeln kann. Dass ich hier irgendwie wieder hochkomme. Aber es sieht nicht so aus. Komm ich. Ach, hier komme ich hoch. Muss ich mal auf die andere Seite schwimmen. Ja, vor allem ja, und dann ist die Frage, mit welchem Material will man hier arbeiten? Ich meine, die Aufgabe ist ja gut und schön, aber... Ja, man könnte höchstens noch in die große Hansa gehen, ob dort die... wenigstens dort nie alles erobert. Oh, jetzt bin ich unten drunter durchgetaucht, ich Heinz. So, komme ich jetzt hier irgendwo hoch? Hier ist Holz, das kann ich wenigstens abbauen. Wahnsinn. Das ist eine Zerstörung, die lässt sich echt sehen. Ja, bloß das Komische ist, was ich mich jetzt die ganze Zeit schon frage. Erstens, was ist hier gewesen? Und zweitens, wie sind die hier reingekommen? Weil das war eigentlich eine gesicherte Stadt. Warum kann ich denn jetzt hier nichts aufsammeln? Vor allem, was mich verblüfft, die Wächter sind alle am Leben. Ja. Weißt du? Wieso sollte man die Wächter am Leben lassen, wenn es hier einen Riesenkampf gegeben hat? Vor allen Dingen, was ich jetzt nicht ganz verstehe, ne? Ich kann hier nichts abbauen. Ich kann hier zwar alles abbauen, aber ich krieg nichts in die Hand davon. Also irgendwas stimmt hier nicht. So viel ist sicher. So, da gehen wir mal in die große Hanse. Das widerspricht jeder Form von Realität, die wir kennengelernt haben. Auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Vor allen Dingen, stehen ja noch alle Gebäude. Das. Die Menschen leben auch noch alle, weißt du? Nächste, ja, deswegen frage ich mich ja, warum nur der Hafen zerstört ist. Und die ganzen Rohstoffe weg sind. Hier ist wirklich nichts drin, das war alles voll. Das war ja super. Kein Wunder, dass sie ihren Hafen nicht erbaut haben, die ganzen Bewohner. Das Wasser fehlt auch, was hier drin ist. Vielleicht hier oben sind gar keine Kisten. Ach, die sind wieder versteckt. Ne, die sind gar nicht da. Hier sind keine Kisten, euer doch. Aber hier ist auch nichts drin in den Kisten. Alle leer. Das ist schon eigenartig. Warum sollte man eine Stadt so leer räumen und nichts da lassen? So, was ich mich jetzt frage, warum kann ich denn hier nichts aufnehmen? Das ploppt aber auch nichts. Das ist eine gute Frage. Probier du mal. Nun, vielleicht bewegen wir uns in einer Zone. Aber das macht keinen Sinn. Was für eine Zone? Naja, vielleicht ich weiß nicht, ich verhatten das mal in Hundsgrab. In Hundsgrab kannst du auch nichts zerstören. Das ist dort, ist das so wegen irgendeiner uralten Legende oder irgendwas, dass das halt ein heiliger Ort ist und deswegen kannst du an dem Platz wirklich, du kannst zwar Sachen zerstören, aber du bekommst sie deswegen nicht, weil es eine Art Heiligtum war. Okay, na, dann ist das wohl hier auch, aber dann müsste man doch wenigstens, wenn ich hier was bauen soll, wie soll ich denn da hier Material beschaffen? Tja, von außerhalb wahrscheinlich, also es müsste eigentlich eine Grenze dieses Radius geben. Na, kein Wunder, dass die Bewohner selber nicht gemacht haben. Wir wurden hier angegriffen, da haben die auch keine Lust, die Stadtmauern zu verlassen. Ja. So, na gut, dann gehen wir halt mal ein bisschen
Ich frag jetzt mal hier. Hallo? Haut doch nicht. Sind nicht der Schmied hier? Haut doch nicht ab. Hallo? Huch. Hallo? Die hauen alle ab. Junge da. Der Schmied. Der Schmied redet schon, der sagt. Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Wie verboten? Verboten, die Stadt zu verlassen. Verboten, die. Was? Er wird mir nicht sagen, wer. Da ist er weggerannt bei der Frage. Hallo? Wie können wir die Stadt nicht verlassen? Das wollen wir doch mal sehen. Was ist denn eigentlich passiert? Ach, das dürfen sie nicht sagen. Was ist denn? Okay. Ja, geht klar. Ja, wir sollen schlafen gehen, du ne. Hab ich eigentlich keine Lust, weil wir ja wieder in die Feuerwache gehen sollen. Weißt du was, vielleicht hätten wir sein Kind fragen sollen. Kinder sagen oftmals mehr als die Väter. Ja, einfach nur, weil sie nicht wissen, was sie tun. Oh ja, dann müssen wir dann mal ein Kind fragen. Aber erst sollen wir... die feine englische Art. Erst sollen wir schlafen gehen. Ja gut. Stimmt. Gehen wir halt nochmal schnell schlafen. Ich weiß auch nie, was passiert, wenn wir nicht schlafen gehen. Müsste man eigentlich auch mal ausprobieren. Ja, aber kennst du das nicht auch? Du kannst auch nur tagsüber reden. Ja. Also dann, gutes Nächtle. Gutes Nächtle. Ja. Kurze Nacht, ha? Oh ja, viel zu kurz. So, da gehen wir jetzt mal. Gehe ich jetzt mal so ein kleines Kind fragen. Ist zwar nicht wirklich nicht die feine englische Art, aber. Irgendwie muss ich ja mal hier. Oder ich frag mal so ein Golem. Ich frag mal den Golem. Die müssten ja mit mir reden. Ich bin ja hier eigentlich Meister Stadtwache. Hallo? Was ist denn eigentlich passiert? Und wer? Bin ich mal gespannt. Jetzt dreht er sich um, wenn ich frage und wer? Das gibt's nicht, ein Golem, der nicht antwortet. Hallo? Wer? Dreht er sich wieder um? Dreht er sich wieder um? Also auf jeden Fall, die Stadt wurde belagert von einem, weiß ich nicht. Von einem mysteriösen Feind. Oh, hallo. Ah, warte mal. Ich glaube... Warte. Das kann jetzt sein. Ist hier mein Keller noch unten? Ja, mein Keller. Kommst du mal kurz hierher? Na gut, wo bist denn du eigentlich? Ja, wo bist du? Das ist die große Frage. Da, okay, hab dich. Ja, okay, wunderbar. Wir gehen mal kurz in den Keller von der Schenke runter. Da müsste noch meine Stadtkasse sein. Okay. Weil ich war ja hier auch Bürgermeister. Oh, hier haben wir ein bisschen Baumaterial. Ja, okay, immerhin. Besser als nix. Mal ein bisschen Steinziegel mitnehmen, dann kann man an dem Hafen schon mal ein bisschen was machen. Hier ist ja wenigstens ein bisschen Baumaterial drinne. Also haben wir hier, oh ja, haben wir Diamantblöcke, Eisen haben wir hier, Kohle, goldene Rüstung für die Pferde, Goldbohrblock, ja, Goldborn, also wir haben ja alles da. So, ist hier das Lager auch noch voll? Das haben sie scheinbar nicht gefunden. Hier sind auch noch Steine. Zwar nicht alles, aber wir haben hier wenigstens noch ein paar Steinchen. Ist nicht alles verloren, ne? Ja, aber das Lager, das war eigentlich mal komplett voll. Na gut, ich nehme jetzt mal... Gut zu wissen, wer der Feind ist, ne? Weil, ich meine, du willst ja auch wissen, wer dich belagert. Ja. Na, ich werde jetzt gleich mal hier... Da gibt's Bücher, Obsidian, Fackeln klingt nicht schlecht, ne? Nehmen wir gleich mal mit. Ja, nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Kies? Brauchen wir Kies? Ne, eigentlich nie, hä? Ich weiß nicht, ich habe mal ein bisschen mitgenommen, schadet ja nicht. Ja, na gut. An Birkensetzling, falls wir mal irgendwas anpflanzen wollen. Das Blöde ist bloß, wenn wir es in dieser heiligen Zone, sofern das eine ist, anbauen, dann wird das sowieso nicht werden, weil wir es dann wieder nicht droppen können. Hm. Ich frag mich halt wirklich bloß, wer hier was belagern soll. Ja, vor allem warum? Gab's in deinem Heimatland irgendwas Wertvolles, irgendwas, wo die einen Sinn gehabt hätten, das zu belagern? Nein, nein, eigentlich nicht. Doch Wahnsinn. So, gibt's noch jemanden? Jetzt frage ich hier noch einmal. So, jetzt hör mal zu, mein Junge. Hallo? Jetzt werd ich aggressiv. So, jetzt pass auf. Wer... Alter, ich schlag dich gleich. Ah. Die wollen mit mir überhaupt nicht mehr reden jetzt. Verdammt.
So, jetzt, zu wem könnte ich denn noch gehen? Jetzt müsste ich mal gucken, wo der Dr. Eisenfaust ist. Dr. Eisenfaust, na das klingt nach einem netten Kompagnon. Na, Dr. Eisenfaust ist unser Stadtwachen hier Oberhaupt. Der muss mir Antwort und doch was mit. Der muss mir Antwort geben. Ist der nicht eurer Familie auch verpflichtet dazu? Ja, eben. Also der Familie Blaubart auf jeden Fall. Ah, hier, da war doch eins. So, Interview mit einem Kind, komm schon, wo bist du? Aber ich geh mal hier hinten auf den Markt gucken. So. Hallo Leute! Hallo! Ja, Meister Priester. Ich bin nicht von hier, natürlich bin ich nicht von hier. Ja. Güte. Ja, ich bin wieder da, genau. Okay. Ja, was ist passiert? Ja, das weiß ich. Ich war auf der Logan und hatte eine Weltreise vor mir vor. Um neues Land zu erkunden, genau. Ja. Und ich war weg und dann kam. Okay. Ein 3 Jahre langes Gewitter? Was zur Hölle? Ja, heftig. Ja, und dunkle Gestalten. Und seitdem könnt ihr nichts mehr anbauen, nichts mehr abbauen, ihr habt kein Hungergefühl. Okay. Hm. Also die Dorfbewohner können auch nichts abbauen, aber haben auch kein Hunger- oder Durstgefühl. Da geht's ihnen besser als uns. Ja, da frage ich mich aber, das waren angeblich soll 3 Jahre lang Gewitter über Hammershausen gewesen sein. Ach du Schande. Da frage ich mich, ob das dann. Warte mal, wie hieß denn der? Ja, ich hab doch vor uns den Namen gesagt von dem Magier, wie hieß denn der gleich? Oh, verflixt. Mit der Familienfehde von euch. Morgul, oder? Ja, das ja, war so, als hätten wir darüber. War das dann der gesprochen. Magier? Der Magier hat Hammershausen belagert? Mach doch eine Probe aufs Exempel. Sprich doch mal einen der Dorfbewohner mit dem Namen an. Wenn sie wirklich so viel Angst vor ihm haben, würde er davonrennen, oder? Ja. So. Stadtwache. Morgul! Da rennt er. Morgul! Jetzt hat er mich wenigstens blöd, ganz böse hat er mich jetzt angeguckt, ganz böse. Sag mal, sagt ihr der Name? Morgul irgendwas? Guten Tag. Sieht ganz glasige Augen, der Junge. Hallo. Sagt dir der Name Morgul was? Der sagt dir was, okay. Du brauchst nicht anfangen mit Zittern, oh, der zittert hier übelst. Ja, okay, ja, ich lass dich in Ruhe, okay. Oh Gott, gut. Kennst du Morgul? Er sagt verschwinde, na super. Ja, bei mir hat er jetzt gerade angefangen mit Zittern, der Priester. Wo ist denn aber Dr. Eisenfaust? Jetzt frage ich mal hier den. Hallo? Wo ist denn unser. Wo ist denn Admiral Eisenfaust? Wie weg? Morgul. Also unser Eisen. Was? Die haben gesagt, ob's. Als ich Morgul gesagt habe, hat der jetzt mir hinterher gerufen, ob ich wollte, dass es gewittert. Vielleicht hängt's ja da. Ob es gewittert? Okay, naja, aber kennst du einen Morgul? Ja. Okay. Das ist der Name, den man nie aussprechen darf. Super, dafür haben wir es zu oft gemacht, ne? Ja. Auf jeden Fall, das kommt mir schon komisch vor. Tja, aber jetzt sind wir wohl dem Tod geweiht. Das Komische ist bloß. Hier war eine Laterne. Ach. Wenn wir aber hier nichts abbauen können, da können wir hier wenigstens was bauen. Ich setze mal hier einen Block hier abbauen, kann man. Und wenn so, du den wieder abbaust? Warte, ich habe keine Axt. Hast du eine Axt? Nee, ne? Nee, nicht. Aber wenn ich jetzt hier so einen Block setze, warte, und den dann wieder abbaue. Bubbeln jetzt mal ab. Nicht. Gar nichts? Gar nicht. Alles weg. Ja. Blub. Okay.
Und wenn wir außerhalb der Stadt gehen? Ich weiß, man darf's nicht, aber hey, komm Ja, da schon. könnte man gleich hier hinten durchgehen. Komm mal mit. Dann gehen wir halt hier Ich meine, durchs wir sind Wasser. bewaffnet. Ja, eben. Also. Ja, wir gehen jetzt. Tschüss, Leute. Weil ihr wollt ja nicht mit mir reden. Ja, wir haben Hunger, ihr ja nicht. Oh Mann. Das Das hat sich Wassertor ist leicht bleibt halt ausgeschaltet. hier. Warum ist das Wassertor ausgeschaltet? Ah ne, das ist an. Oh, das ist an, Achtung, das die sieht Tür toll geht mit aus. Sicherheit gleich vor dir zu. Autsch. So, warte mal, weißt du, was jetzt hier noch sein könnte? Oh, hier haben wir noch Stein. Slash. Hier ist Eisen. Da kann man mal für Werkzeuge ein bisschen was mitnehmen. Der Stein habe ich auch in der Endertruhe. Hier haben wir noch gebratenes Hammelfleisch. Und hier ist nichts drin. Sind wir jetzt schon außerhalb der Stadtmauern oder nicht? Nee, nee, die Nee, ne? Stadtmauern sind vorne. Also wir sind jetzt erstmal im Hafengebiet. Was ist denn das für ein komischer Gang hier? Was ist denn hier drin? Warte mal. Kiste, hier haben wir auch noch mal ein bisschen was. Hast du noch ein bisschen Platz im Inventar? Hab ich noch, jawohl, läuft, ich nehme mal mit. So, dann müssen wir auch. Müssen wir halt hier mal über den Hafen gehen. Also das, ich frage mich trotzdem, weil es ist ja alles ganz. Eben, und es ist doch deine Heimat. Ich meine, dass die Bewohner nicht mit dir kommunizieren wollen, das ist doch Ja, eigentlich weil sowas von absurd. ich bin angeblich der Bürgermeister, also ich bin ja der Oberhaupt Das ist hier. ja keiner, der mit dem Oberhaupt redet, das ist ja Ne, die schrecklich. reden ja alle mit mir, also die Vielleicht sagen sollten wir ja. mit den Gefangenen reden. Habt ihr Gefangene? Ja, die sind vielleicht einfach gar nicht mehr da, wetten? Ne, hier kommen wir Na nicht durch. toll. Warte mal, wir müssen hinten an Kornspeicher lang. Da müssten wir eigentlich außerhalb von der Stadtmauer sein. Okay. So, hier ist die Bäckerei, aber die ist leer. Naja gut, wenn man kein Hungergefühl hat, dann braucht man auch keinen Bäcker. So, und jetzt müssen wir hier durch. Warum ist denn der Gro. Och, der ist auch komplett leer hier. Wie? Und hier ist noch alles da, aber das können wir best das kann ich Uni holen, sammeln. Das ist ja Wahnsinn. Ja, da bauen wir Das uns ist mal schnell einen crazy. Gang hier. So, jetzt sind wir aus der von der Stadtgrenze weg. Jetzt könnten wir versuchen zu bauen. Ne, geht noch nicht. Immer noch nicht. Das ist eigenartig. Wirklich eigenartig. Sag mal, kennst du diese Festung? Hier ist eine Festung. Nee. Die kenne ich gar nicht. Die gehört nicht hierher. Na sag mal, wenn da sind das können doch gut die Rohstoffe sein, die. Ich meine ja nur, Also nimm auch mein Schwert raus. die gehört. Au, oh, aua, voll runtergefallen. Ach, oh ja, ich auch. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Gott verdammt. Vielleicht sollten wir uns langsam nähern, nicht dass das der Feind Oh, ist. oh, oh, hier sind Haufen. So, warte mal, ich hab doch vor uns Fackeln eingesteckt. Monster, hinter dir! Eigentlich so gut wie überall. So, ich geb dir mal ein paar Fackeln. Oh. Au, sehr fix. Du blöde Ratte, Bin vielleicht. getroffen, du Mistkerl. Du Depp, du. Du skelettierter Mensch, du. Geh weg. So, ich nehme mal die Fackeln in die Hand. Siehst du da eigentlich auch was, ja, ne? Das ist jetzt natürlich unpraktisch, falls das wirklich die Burg des Feindes ist und wir hier ein Fackelfeuer machen, aber sonst überleben wir das nicht. Ja, der irgendwie müssen wir ja mal. Ich muss ja nur mal gucken. Also die Burg kommt überhaupt nicht bekannt vor. Oh Gott. Neben dir ist ein Endermann, ne? Ja, ich weiß, deswegen gucke ich auf den Boden. Das weiß ich, dass der dann nicht an, dass der dich dann nicht angreift. Aber sag mal, wenn du diese Burg nicht kennst und die alle nicht die Stadt verlassen, dann sehen die diese Burg doch gar nie. Wieso sollte jemand eine Burg vor der Nase deiner Heimatstadt bauen, die dann keiner betreten darf? Vor allem hier geht ein Tunnel lang. Ein Tunnel? Da Und da sind ja geht. sogar Gleise. Oh. Warte, bin gleich da. So. Also hier geht ein Tunnel lang. Das sollten wir vielleicht mal in den Tunnel gehen. Achtung, hinter dir.
Aua. Hab ihn. So, ich muss jetzt mal was essen hier. Pass mal auf, wir gehen mal in den Tunnel rein, hä? Okay. Ich leuchte mal ein bisschen mit aus hier. Weil man kann auch sogar eine Fackel in die Hand nehmen. Ja. Hier sieht's so aus, als wären wir jetzt unterhalb der Burg. Vielleicht schleichen wir uns gerade rein. Oh ja, also mal psst, gib leise. Vorsichtig. Scheiße, ein Creeper. Oh Gott. Au. Au. Jetzt sind wir aufgeflogen. Der tat auf jeden Fall schneller explodieren als alles andere. Oh ja. Abgesehen davon sind wir jetzt bestimmt gehört worden. Wo befinden wir uns genau? Sind wir schon drin? Was glaubst du? Ich denke mal schon, also ich gehe mal hier hoch. Geh mal vor. Ja, ich gehe mal vor und fall gleich wieder runter. Genau. So, ja, wo sind wir jetzt? Scheinen drin zu sein, ja. Ja, ich bin jetzt auf dem Turm. Ich tu mal die Fackel aus der Hand. Sagt dir die Flagge irgendwas? Nee, gar nichts. Das ist ein Kreuz drin. Die sagt mir und ein Lavafluss. Oh ja. Welche sollte denn ein Lavafluss bei sich haben wollen? Also wir sind jetzt hier auf dem Turm, kommen wir erstmal in die Runde. Aber wir haben jetzt erstmal. Ja, aber warum haben wir denn die Burg von der Stadt drinnen nicht gesehen? Weil jetzt sehe ich ja auch die Stadt. Verdammt. Was denn jetzt? Bist du runtergefallen? Ich bin runtergeklatscht. Irgendwas hat mich erwischt. Ja, warte mal, ich komme auch da runter. Ist irgendeine Macht. Ich komme mal. Irgendwas hat mich runter gestoßen. So, hier bin ich. Okay. Irgendwas hat mich vorgeschubst. Aber das warst nicht du, irgendwas war da. Nee, ich war auf der anderen Seite. Aber es ist wirklich schon komisch. Warum haben wir dich die Festung nie gesehen in der Stadt? Das macht keinen Sinn, so riesig wie die ist, wir hätten sie sehen müssen. Ja, da haben wir sie aber nicht gesehen. Weil wir sind ja nur mehrmals hier hinten gewesen. Aber das. Dann ist es Magie. Dann kann es ja bloß der Punkt, Punkt, Punkt sein. Ja, was anderes ja, gibt's nicht. Eigentlich ist es egal, wir sprechen den jetzt einfach aus. Wir haben den sowieso schon viel zu oft ausgesprochen. Eben. Also es ist wirklich ziemlich komisch, was hier ist. Vor allem die Wächter, die er hier zu haben scheint, sind ja die wir normalerweise jagen als Monster. Sind die Creeper auch das hier? Das spricht schon wieder dafür, ja. Und wie schnell die hier. Wie schnell die eigentlich explodieren? Jetzt ja, haben wir. Das ist irre. So, wir laufen jetzt eigentlich ringsrum hier auf der Mauer, hä? Ach, hier haben wir einen Ausblick. Oh Gott, hier geht's so weit runter. Gibt's hier einen zentralen Punkt vielleicht? Weißt du, so eine Art Haupthaus? Wir haben hier erstmal eine Kathedrale oder eine Kirche. Sieht zumindest aus wie ein Kreuz dort in dem Turm. Naja, also da das Kreuz hier ein Symbol zu sein scheint, was überherrscht, vielleicht ist das jetzt die Art wichtiges Gebäude, die wir sowieso mal aufsuchen sollten. Ja, mal gucken, dann müssen wir mal hier in dem Turm einfach mal nach unten gehen, wenn es hier nach unten geht. Geht's nicht. Geht nie nach unten. Ach, hier geht's raus. Vielleicht hier, guck mal. Naja. 3, 2, 1. Naja. Sah übel aus. Oh, ja, fühlt sich auch übel an. Ja, fühlt sich ziemlich übel an, aber wir haben ja noch was zu essen. Hier steht auch eine Wächteruhr. Ja, aber sehr viel bewacht hat ihn nicht. Hier, ein rotes Kreuz. Was, wo? Welche Kirche, die was auf sich hält, würde ein rotes Kreuz bevorzugen? Bei mir sind... Zauberbücher. Zauberbücher. Verzauberungsbücher hier, also... Oh verdammt, das tut weh, wenn ich die anfasse. Au, ja, au. Okay, das... Also ich glaube, unser Verdacht ist eindeutig richtig. Ja. Aber trotzdem... Aber wo ist er? Der beobachtet uns vielleicht und freut sich hier in... Freut sich ein Ast. So, das war... Also ich... Keine Ahnung, wo... Hier ist ein Betten. Da könnten wir erstmal schlafen. Eventuell können wir schlafen. Okay, scheint zu gute gehen. Nacht. Tja, na dann... Ja, guten Morgen, ist wenigstens hell.
Aber in den Kisten ist nichts, hä? Stimmt. Hier ist Kohle. Ja, wenigstens sieht alles ein bisschen freundlicher aus am Tag, aber dennoch. Weißt du, der Ort ist sowieso, das ist ein toter Ort. Hier sind keine Bewohner. Deswegen muss ich ja jetzt nach oben. Geht nach oben? Oh, bin auf dem Weg. Hier hängt ein Skelettkopf, ein Doofwohnerkopf, ein Creeperkopf. Oh, wie ist das eklig. Boah, wie der mieft. Aber hier ist nichts in den Kisten. Ich habe ja gedacht, hier ist was in den Kisten. Aber ich trotzdem, die Burg kommt überhaupt nicht bekannt vor, ehrlich. Die Feinde, das Kreuz, das ist ein rotes Kreuz, also. Ja. Oh, hier, das sieht ein bisschen bewohnt aus, das Haus. Ja, da, stimmt, da kommt Rauch raus, ja. Da kommt Rauch raus, wir sind in der Eingang. Sollten wir mal reingucken. Hallo. Hallo. Geh mal hier rein. Ich geh mal hoch. Es ist alles... Es ist unglaublich. Hier ist alles es ist leer. Ja, aber alles ist eigentlich lebensbereit, ne? Das ist eigentlich absolut bewohnbar. Eben deswegen frage ich mich ja auch. Oh. Mit dem Spinnauge tue ich jetzt gerade hier den. Aber da ist auch nicht bestimmt nichts drin. Ja, das ist schon komisch. Ich kann die Kisten nicht öffnen. Die Kisten sind verschlossen. Hab ich auch gerade festgestellt. Hier ist ein. Seltsam. Was ist denn hier? Was ist das denn? Wo bist du denn da gelandet? Sieht ja ganz schön duster aus, ne? Ja. Und verschlossen ist das von außen, als wäre es versiegelt worden. Ja, ich krieg's aber auch nicht kaputt. Kriegst du es kaputt? Keine Chance, nicht mal mit dem Schwert. Verdammt. Aber ich würde wissen, was da drinnen ist, ne? Das will man schon wissen. Das ist auf jeden Fall ein Turm, also. Ja, zudem scheint es auch so keinen Aufstieg zu geben. Na, die Mauer ist hier kaputt. Mauer kaputt? Hier. Und zwar nicht zu wenig, ach du Schande. Oder noch nie fertiggestellt, aber... Aber die Bewohner wissen nichts von dieser Burg, also sonst hätte ich mir erklären können, dass der Kampf eben beidseitig stattfand. Naja, aber die Burg, die kommt mir ja auch nie bekannt vor, also das ist es ja das Nächste, das... Wahnsinn. Das ist doch Irrsinn. Ja, auf jeden Fall, also. Vor allem hier der Lava. Hat freiwillig einen Lavafluss, ne? Ja. Das ist ja das nächste. Absoluter Wahnsinn. Was ist das hier? Pferde. Auf der Burg gibt's Pferde. Echt? Ja, direkt neben Lavafluss. Ein bisschen geschmacklos, aber es gibt sie. Ist hier mein Pferd dabei? Ein Viecher. Die haben sie mindestens... Freddy? Moment, das ist dein Pferd da drin. Freddy? Wie kommt ein Freddy hierher? Und der hat noch die goldene Rüstung an. Das wird immer seltsamer. Also Freddy ist das Pferd von meinem Vater. Wieso sollte er hier sein? Ja, das frage ich mich auch. Weil meine Eltern sind ja auf hoher See gestorben, also. Hatte dein Vater sein Pferd mitgenommen? Ja. Das war immer auf seinem Schiff. Vize. Aber, warte mal. War das dann... Vielleicht war das große Schiff, was wir gesehen haben, nicht die Loge? Sondern das Elternschiff von deinen Eltern. Das müsste ja dann die Hammers gewesen sein. Naja, aber ich konnte es nicht sehen und ich meine, ich stand genau am selben Ort. Nur du warst es, der die sehen konnte. Das Ganze ist total seltsam. Aber das Pferd habe ich gesehen. Das haben wir beide. Wo waren die jetzt? Ach, die waren ja hinten, ne? Ja, ich guck mich mal in der Burg noch ein bisschen um. Kann's gar nicht fassen, die ist ganz schön weitläufig. Doch. Wir sind am Ende angelangt. Hier war glaube ich gerade eine Hexe oder sowas. Ach du Schande. Wo hatten wir jetzt eigentlich die?
Bin am Ende der Burg angelangt, so wie es scheint. Dem offiziellen Aufstieg sozusagen. Okay. Warte, ich hier ist eine Brücke in der Weite. Warte, ich bin unterwegs. Seltsam, ich warte hier auf dich. Ach, guck dir das mal an, da ist eine Brücke. Ja, die Brücke kenne ich nicht. Die Türme dort hinten kommen mir wieder bekannt vor. Lass mal die Brücke inspizieren, die sieht irgendwie seltsam aus. Die sieht so grau, gruselig aus, rote Steine, guck mal. Ja. Das passt sind überhaupt doch nicht zum Stil deines Elternhauses, ne? Nettersteine oder sowas. Und Fliegenpilze im Wald. Das ist echt verrückt. Oh Gott, also ob ich die Brücke überqueren will, ist die Frage. Das sieht schon komisch aus, die Brücke. Ja. Ist ja richtig duster, ich laufe nur über das Weiße drüber. Oh Gott. Wir werden beobachtet. Ja, aber auf dem Roten verbrennst du dich, du, das ist auch nicht besser. Ja, aua. Oben, Achtung, dort hinten ist ein roter Stein. Ah, du Schande. Okay. Aber du sagst, der Ort hier, ja, das ist wieder bekannt. Also das dort hinten ist wieder normal, das kenne ich. Hm. Aber den Gang kenne ich auch nicht. Kann ich jetzt hier was abbauen? Du, die Burg ist weg. Was? Also bei mir, ich sehe sie noch. Ich kann sie nicht mehr sehen. Seit wir die Brücke überquert haben, sehe ich sie nicht mehr. Okay, es ist seltsam. Vielleicht ist das ja ein Teil dessen. Weißt du, dass die Brücke einen zentralen Sinn hat? Ja, aber... Aber wieso hätte er was davon? Ja, vor allen Dingen, wer hätte was davon? Naja, mal angenommen, es geht tatsächlich um den Magier. Wir könnten ja jetzt so ein bisschen davon ausgehen. Dann wäre Frage 1, warum ist das Pferd deines Vaters dann noch am Leben? Frage 2, wieso ist der Raum verschlossen bei dem einen Turm? Ja. Frage 3, wieso ist das Schiff existent und wieso kannst nur du es sehen? Und Frage 4 wäre dann die Frage mit der Brücke. Ja, weil Frage du jetzt die Burg nicht mehr siehst, sozusagen. Ja. Und wenn das Pferd deiner Eltern noch lebt, was... Ich meine, das ist jetzt mal rein hypothetisch, aber wäre es dann nicht sogar möglich, dass... Naja, du weißt schon. Mein Vater noch leben sollte? Warum nicht? Dann wären wir ja das Pferd haben wir beide gesehen. Dann wären wir ja in der Zeit zurückgekehrt. Das wäre ja Wahnsinn. Würde aber erklären, warum mein Kapitän nicht mehr da ist und ich auch nicht auf meinem Schiff existiert habe, als ich kam. Hier ist es auf jeden Fall zu. Ah. Und das war... Aber das kriege ich kaputt. Das kriege ich kaputt. Okay, immerhin. So, das war nämlich der Rückzugsort. Oh nein. Wenn das jetzt hier die Tiger-Lily ist, dann drehe ich durch. Nee. Aber mir läuft gleich die... Ich fange gleich an mit Fenzen hier, ey. Weil das wär's jetzt noch. Das wär dann von meiner Mama das Pferd. Die Tiger-Lily. War's aber nicht, oder? Nee. Also mir fällt jetzt wieder alles ein. Muss ich ehrlich sagen. Das ist der Wassertempel. Hatten meine Eltern angefangen mit bauen. Und den haben sie nie fertiggestellt. Sieht man aber. Das, was sie gebaut hatten, war schön. Toll, dass der nicht zerstört wurde. Ja. Wie kam das eigentlich damals? Was? Dass die beiden, na, du weißt schon, dass sie auf sie, gab es da irgendeinen Sturm oder was war da eigentlich? Oder war das ohne mysteriöse Umstände? Das wissen wir alle nicht. Ich bin hier geblieben, weil die wollten eigentlich nur, Gott, wie hießen die andere Stadt, wo die hinsegeln wollten? Die wollten in die Nachbarstadt segeln. Oh Gott, wie hieß denn die, ja, keine Ahnung, wie die hieß, die Nachbarstadt. Also die wollten auf jeden Fall in die Nachbarstadt und sind nie zurückgekehrt. Und da hab ich dann... Aber die Leute, die haben... Warte mal. Ich bin doch in der neuen Welt jetzt gewesen. In dem Brunnen der Erinnerung. Da wurde mir gesagt, ich bin Logan von Blaubart. Ich wurde auf hoher See geboren.
Meine Eltern haben die Stadt gegründet und nach dem Tode, ja, nach dem Tode. Aber wie sie gestorben sind, wurde nie gesagt. Tja. Und nach dem Tode meiner Eltern habe ich die Stadt übernommen. Und dann hat, ja klar, dann hat der Magier Morgul Nacht gemacht und ist mit einem großen Drachen aufgetaucht. Also so wie bei euch. Was du Also mal doch, der erzählt Drache, na hast. toll. Das würde aber jetzt endlich erklären, wieso ich hier gelandet bin. Doch wieder ein Zeitsprung. Ein Zeitsprung, Doch ein Zeitsprung. Na So wurde ich toll. ja in eine Parallelwelt gerissen. Das heißt, ich bin als solcher zwar existent in dieser Welt, aber es ist nicht die Welt, aus der ich ursprünglich komme. Ist ja bei mir jetzt eigentlich genau umgekehrt. Hier komme ich ja her und bin wieder hier. Bingo. Aber bei mir war es immer so, dass es damit verknüpft war, dass ich irgendwas zu erledigen hatte. So in unserem Fall scheint es entweder der Hafen zu sein, oder der Hafen ist tatsächlich nur ein Wunsch deiner Bevölkerung. Und der eigentliche Grund unserer Existenz vor Ort ist tatsächlich vielleicht doch noch was anderes. Ich denke mir jetzt mal, dass wir den Morgul finden sollen. Würde Sinn machen. Weil, dann könnten wir eventuell dann auch wieder was abbauen hier. Stimmt. Weil ich denke mal, so wie das jetzt aussieht, ist ja so ein Abbauspruch drauf. Wir gehen jetzt mal in den Turm hier hoch. Mal sehen, ob wir was sehen. Weil der Leuchtturmwärter, der hier immer war, hat mit mir immer Scherze gemacht als Kind. Aber ich denke mal nicht, dass der noch da ist. Geht das jetzt nicht mehr höher? Ja, hier geht's noch höher. Da geht's noch höher. Wir sind sogar Betten dann. Geht sogar noch höher. Okay. Na, das Leuchtfeuer brennt. Ja, aber der Wächter ist nicht da. Tja. Das ist wirklich sehr, 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 sehr komisch. Vielleicht sollten wir auch erstmal unsere Gedanken sortieren. Weißt Ja, du, ich denke mal, wir es gehen war jetzt mal verdammt schlafen. viel, was wir gerade erlebt haben. Da gehen wir mal schlafen, hä? Ja, gehen wir mal schlafen. So. So, jetzt warte erst mal kurz.